Die berühmtesten Piraten wie Blackbeard, Bartholomew Roberts oder Störtebeker, wenn es ihn denn gab, waren alles Männer. Es verwundert euch vielleicht zu erfahren, dass es aber auch einige sehr erfolgreiche weibliche Piraten gab. Anne Bonny oder Mary Read zum Beispiel. Aber allen voran Shang-Chi. Einst eine chinesische Prostituierte, wurde sie zur erfolgreichsten Piratin aller Zeiten mit einer Flotte von 800 Schiffen und 60.000 Mann und ließ ihre männlichen Kollegen aussehen wie niedliche kleine Piratenwelpen. Hallo, ich bin Felix und willkommen auf Einfach Geschichte zu einer weiteren Folge über berühmte Piraten bzw. Piratinnen. Im 18. Jahrhundert trieben zwei Frauen ihr Unwesen und das recht erfolgreich. Anne Bonny und Mary Read wurden im goldenen Zeitalter zu zwei der berühmtesten Piraten. Anne Bonny wurde um 1700 herum geboren und war die uneheliche Tochter eines Richters und dessen Hausmädchen. Sie wuchs auf einer Plantage in der Nähe von Charleston in South Carolina auf. Annie hatte rote Haare und eine Menge Temperament und ihr Ruf eilte ihr voraus. Mit 13 soll sie ein Dienstmädchen erstochen haben. Mit einem Tafelmesser. Sie heiratete einen Halbtagspiraten namens James, der es auf die Reichtümer von Annes Vater abgesehen hatte. Anne wurde allerdings nach ihrer Heirat mit einem Piraten enterbt. Von Rachegelüsten geplagt, fackelte sie einfach die Plantage ihres Vaters ab und machte sich mit James auf den Weg in die Piratenrepublik auf New Providence. Dort war sie Stammgast in den Piratenkneipen der Insel und traf auf Captain Calico Jack, in den sie sich verliebte. Sie verließ dann James, um Captain Calico Jack zu heiraten. Und genau hier machen wir eine kurze Pause mit Annes Geschichte und widmen uns Mary Read. Auch Mary Read war ein uneheliches Kind. Ihre Mutter verkleidete sie als Junge, um finanzielle Unterstützung von ihrer Schwiegermutter zu bekommen, die anscheinend für Mädchen nicht viel übrig hatte. Die Verkleidung war so überzeugend, dass sie als Laufbursche angeheuert wurde. Mary Read erkannte schnell, dass das Leben als Mann deutliche Vorteile hatte und verkleidete sich weiter als solcher und heuerte auf einem Kriegsschiff an. Sie leistete Dienst in mehreren Regimenten und heuerte schließlich auf einem Handelsschiff an, das in Richtung Karibik schipperte. Es kommt, was kommen musste und Piraten enterten ihr Schiff und sie war gezwungen, sich den Plünderern und Räubern anzuschließen, bis sie in den Dienst eines Freibeuters trat. Aber das legitime Plündern war nichts für Mary und so schloss sie sich einer anderen Gruppe von Piraten an. Und jetzt die Preisfrage. Welche Crew mag das wohl gewesen sein? Richtig, Calico Jack Rackham, Anne Bonny und ihre Crew. Obwohl die Männer Marys Verkleidung nicht durchschauten, wusste Anne sofort Bescheid und beide wurden dicke Freundinnen, also ABPF, also allerbeste Piraten-Friends oder Freundinnen, wie versteht, naja gut, okay. Neben den ganzen Plündern und Entern schaffte es Mary, sich einen Mann zu angeln und wie die Geschichte es eben will, rettete sie ihren betrunkenen Geliebten das Leben, indem sie den Mann tötete, der ihren Geliebten zum Duell gefordert hatte. Für genau ein solches furchtloses Handeln waren Anne und Mary bekannt. Ihr Leben als weibliche Krieger spiegelt eins wider, nämlich dass man alles auf Liebe und Freiheit setzt. Übrigens ist es hauptsächlich den beiden Frauen zu verdanken, dass wir heute so viel über Captain Calico Jacks Crew und seine Vorlieben für seine extravagante Mode wissen. Dem Dreiergespann ging es gut, es wurde gefeiert, geentert und für unser famoses Trio hätte es eigentlich nicht besser laufen können. Eines Abends im Oktober 1720, als die gesamte Crew an der jamaikanischen Küste mal wieder eine Flasche Rum nach der anderen leerte, passierte es. Bam! Ein britisches Kriegsschiff segelte plötzlich um die Ecke in ihre Bucht. Die männliche Besatzung machte sich fix aus dem Staub und versteckte sich unter Deck. Mary und Anne blieben aber zurück und stellten sich der Royal Navy. Es war ein erbitterter Kampf und sie konnten anfangs den überlegenen britischen Soldaten durchaus standhalten. Nachdem sie aber vergebens versucht hatten, ihre feigen männlichen Kollegen zum Kampf zu überreden, realisierten sie, dass sie zahlenmäßig weit unterlegen waren. Wutentbrannt feuerten sie ihre Pistolen nicht mehr in Richtung der Royal Navy, sondern auf die ängstliche Piraten. Horde unter Deck. Nachdem dabei mehrere Piraten umkamen, gaben die Piratenladies schließlich auf und stellten sich. Captain Jack und Anne waren ja ursprünglich mal ein Liebespaar gewesen. Und man sagt, dass sie Jack am Abend vor seiner Hinrichtung nochmal einen Besuch abstattete und sagte, hättest du wie ein Mann gekämpft, müsstest du nicht wie ein Hund hängen. Auch Anne und Mary wurden schuldig gesprochen. Die beiden Frauen konnten aber durch eine Schwangerschaft ihren Tod etwas hinauszögern. Es wird erzählt, Mary sei im Gefängnis eines gewaltsamen Todes gestorben, bevor ihr Kind auf die Welt kam. Anne sei angeblich von ihrem reichen Vater freigekauft worden. Ich persönlich möchte aber lieber daran glauben, dass die beiden aus dem Gefängnis ausgebrochen und geflohen sind, vielleicht nach Louisiana, um dort ihre Kinder großzuziehen und glücklich lebten bis ans Ende ihrer Tage. Bis sie an Skorbut starben. So erfolgreich die beiden während ihrer Karriere auch waren, der womöglich erfolgreichste und
mächtigste Pirat aller Zeiten, egal ob männlich oder weiblich, kam nie aus Europa oder von dem amerikanischen Kontinent, sondern aus China und war eine Frau. Sie beherrschte Chinas südliche Meere und konnte sogar mit Reichtum in den Ruhestand gehen, ohne am Galgen zu enden. Man weiß nicht, wo sie geboren wurde, man weiß auch nicht wirklich, wie sie hieß. Aber man kennt sie unter dem Namen Shengxi oder Xingxi. Und wahrscheinlich erblickte sie um 1775 das Licht der Welt. Wir springen aber gleich in ihre 20er, als Xingxi als Prostituierte auf einem schwimmenden Bordell arbeitete. In jener Nacht wurde das schwimmende Lustschiff von Piraten angegriffen und Xingxi wurde von ihnen mit an Bord genommen. Der Piratenkapitän Sheng Yi nahm sie zur Frau. Sie stimmte der Heirat aber nur zu, wenn er ihr die Hälfte seines Reichtums und seiner Führungsmacht versprach. Und so errichteten sie ihre Piratenflotten, jede mit einer speziellen Farbe. Blau, gelb, grün und sie selbst segelte mit ihrer Flotte unter einer roten Flagge. Ihre schnell wachsenden Piratenflotten blockierten für Europäer wichtige Handelshäfen und schlugen jede Verteidigung zurück. Auch die Royal Navy konnte gegen diese Piratenmacht nichts ausrichten, die den Handelsschiffen in der Gegend Geleitschutz anboten. Von was für einer Piratenmacht rede ich hier eigentlich? Da hätten wir Shengxi und ihre 800 Schiffe, auf denen über 60.000 Piraten unterwegs waren. Als ihr Ehemann starb, übernahm sie auch die Macht über dessen Schiffe. Als Kapitänin kontrollierte sie schnell alle Handelsrouten in Guangdong, China und Vietnam. Sie war eine strenge und rücksichtslose Anführerin, die Diebe und untreue Ehemänner auf dem Schiff sofort köpfen ließ. Von ihr zurückgelassene und in Ungnade gefallene Piraten fand man mit ausgestochenen Augen wieder. Sie hatte auch klare Regeln im Umgang mit weiblichen Gefangenen. Wenn einer ihrer Matrosen eine schöne Frau haben wollte, musste er sie erst heiraten, ihr Treue schwören und für sie sorgen. Vergewaltigung bedeutete den sofortigen Tod. Shengxi hatte bereits ein ganzes Piratenimperium erschaffen, als die Qing-Dynastie 1806 eine ganze Armada losschickte, um ihre Flotte zu zerstören. Der Versuch scheiterte kläglich. Shengxi versenkte 63 gegnerische Schiffe. Als Notlösung bot der Kaiser Shengxi einen Deal an. Sie könnte ihre Reichtümer und einige Schiffe behalten, aber 100 der schlimmsten Piraten würden gehängt werden. Der Rest sollte der kaiserlichen Flotte beitreten, um selbst Piraten zu jagen. So zog es Shengxi vor, in den Piratenruhestand zu gehen. Im hohen Alter betrieb sie noch sehr erfolgreich ein Casino. 1844, im Alter von 69 Jahren, starb sie dann. Aber in etlichen Büchern, Romanen, Videospielen und Filmen lebt sie bis heute weiter. Die Realität sah aber für die meisten Frauen damals ganz anders aus. Von der männlichen Piratendomäne wurden sie während des goldenen Zeitalters mehr als nur schlecht behandelt. Diese Frauen mussten als Männer verkleidet die Bühne betreten und genauso grausam handeln, um von der Gesellschaft respektiert zu werden. Wenn die Geschichte über diese drei mutigen Piratinnen als eine Art Freiheitskampf verstanden werden soll, dann nur, weil sie es sich selber hart erarbeitet hatten, ungeachtet der vorwiegend männlichen Piraten, die sie umgaben. Was aber denkt ihr über diese Frauen? Kann man ihre Taten als Geschlechterkampf bzw. Kampf um Gleichberechtigung sehen? Oder haben sie für etwas ganz anderes gekämpft, dem schlichten Drang zu überleben vielleicht? Ich freue mich auf eure Kommentare, die ich hoffentlich wie immer unten, also unter mir sehe. Mehr über einen männlichen Vertreter ihrer Sorte erfahrt ihr in dieser Folge hier. Also da müsst ihr hier oben auf das i klicken und dort kriegt ihr auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Das war's mit mir und einfach Geschichte zu Piraten. Tschüss!